Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Wir schreiben die 46. Kalenderwoche und das sind die Themen dieser Ausgabe. Regionalliga West, der SV Walsgrün und der SV Seekirchen trennten sich mit einem 1:1 Unentschieden. Zweite Klasse Nord A, der ASV Taxham feierte gegen den SV Türkgücü einen klaren und verdienten 4:0 Erfolg und Eishockey. Der EC Salzburg Devils besiegte in einem spannenden Spiel die Kaiser Chiefs aus Hallein mit 7:4. Unser erstes Thema ist die Regionalliga West, denn da fand ein Heimspiel des SV Walsgrünau statt. Gegner im Sportplatz Walsgrünau war die Mannschaft des SV Seekirchen und wie dieses Spiel ausgegangen ist, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Anfangsphase des Spieles SV Walsgrünau gegen die Mannschaft des SV Seekirchen gab es zunächst einmal Einwurf für die Gastgeber. Weiter Abschlag beim Spielstand von 0:0, kurz nach Anpfiff und wie gesagt die Mannschaft der Gastgeber am Ball. Jetzt allerdings der SV Seekirchen in den roten Dressen. Weiter Rückpass, aber das Ganze ist nicht ungefährlich. Jetzt aber kommt die Möglichkeit für die Gastgeber. Wieder jetzt ein weiter Abschlag. Der Pass geht in den Strafraum und ein Stürmer des SV Walsgrünau fault ganz klar. Das ergibt 11 Meter, auch wenn es die Gastgeber nicht warm wollen. Schuss und Tor! Das ist der Ausgleich. Spielstand 1:1 und der Torhüter des SV Walsgrünau hatte keine Chance, den Ball abzuwehren. Es steht 1:1 und Christopher Meyer war aus einem Vollelfmeter der Torschütze. Richtige Entscheidung. Nach Seitenwechsel dann allerdings die Gäste am Ball. Weiter Abschlag. Und jetzt wiederum die Gastgeber des SV Walsgrünau, die es mit einem weiten Rückpass versuchen, der allerdings nicht wirklich was einbringt. Vielleicht jetzt. Weiter Abschlag tief in die Zone der Seekirchen. Immer noch dran. Schöne Kontermöglichkeit. Schießt auf, aber wird richtig gestört. Und das bedeutet natürlich, dass es kein Tor für den SV Walsgrünau gibt. Weiterhin also 1:1 unentschieden. Wir befinden uns in der Schlussphase. Der SV Walsgrünau am Ball, neuer Versuch mit einer sehr guten Chance, aber dieses Mal wirkt Matthew O'Connor sehr sicher und kann einen Gegentreffer verhindern. Immer noch der SV Seekirchen. Schöner Versuch und wieder eine Kontermöglichkeit, allerdings bringt sie nichts ein und so ist es kein Wunder, dass dieses Spiel auch mit einem 1:1 Unentschieden, das vollkommen der Leistung entspricht, endet. 1:1, so lautete also der Endstand dieser Begegnung, die durchaus sehenswert war und bei der beide Torhüter jeweils schöne Paraden zeigten. Die weiteren Ergebnisse habe ich auch noch vorliegen der letzten Herbstrunde und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Der TSV Neumarkt verlor gegen den FC Liefering mit 1:2. Die Salzburger Violetten setzten sich gegen den TSV St. Johann mit 4:0 durch und der USK Anif trennte sich vom FC Kufstein mit einem torlosen 0:0 Unentschieden. Von der Regionalliga West kommen wir hinunter in die zweite Klasse Nord A, denn da fand am vergangenen Samstag ebenfalls in der letzten Herbstrunde
das Spiel des ASV Taxham gegen den SV Dürkirchen statt. Es gab einige Tore zu sehen und mehr dazu sehen wir im folgenden Bericht. SV Taxham gegen den SV Dürkirchen ging zunächst einmal in Führung. Jetzt Dorf, Handmöglichkeit, Schuss und Tor, 1:0 in der 9. Spielminute durch Reza Hamzic. Keine Chance für den Torhüter des SV Dürkirchen, da irgendetwas zu machen. Wirklich schön herausgespielt und es steht 1:0. Und es sollte so weitergehen. 13. Minute, Freistoß, Michael Feiter tritt an, Schuss und Tor, überhebter Mauer und Torhüter und der Ball landet zum 2:0 in den Maschen. Keine Chance, wie gehabt, für den Torhüter des SV Dürkirchen, da irgendetwas zu machen. Wirklich ein sehenswerter Treffer, wie ich sagen würde. In der ersten Halbzeit tat sich dann allerdings relativ wenig. Zunächst einmal der ASV Taxham am Ball, verliert den Ball an den SV Dürkirchen, der jetzt den Ball in die eigenen Reihen behalten können und gleich auf das Tor des ASV Taxham gehen können. Immer noch dem SV Dürkirchen am Ball, versucht es, bleibt allerdings hängen, aber das bringt nichts ein. Dann allerdings die 64. Minute. Kontermöglichkeit. Kann sich hier nicht durchsetzen. Schöner Pass über die echte Außenseite. Kopfball und Tor. Michael Feiter war an diesem Nachmittag zum zweiten Mal an Stelle und versenkte den Ball in den Maschen des SV Dürkirchen. Wieder mal keine Abwehrchance für den Torhüter des SV Dürkirchen. Eine sehr interessante Begegnung, die damit auch wohl entschieden ist. Jetzt aber ein weiterer Treffer für die Mannschaft des ASV Taxham im Strafraum, wie gehabt über die rechte Seite. Flanke und Siegfried Kirchmeier ist zur Stelle. 79. Minute, 4:0 und dieser Treffer war eine herrliche Aktion gegen den Ersatztorhüter des SV Dürkirchen. Denn der Torhüter wurde ja wegen Gelb-Rot vom Platz geschickt. Wir befinden uns in der Schlussphase. Beide Mannschaften tun eigentlich nur mal das Nötigste, aber jetzt wieder der ASV Taxham. Immer noch der ASV Taxham verliert den Ball an den SV Dürkirchen. Schöne Aktionen, die hier zu sehen sind. Und das gibt einen Foul, allerdings nicht wirklich vom Schiedsrichter gepfiffen. Immer noch der SV Dürkirchen am Ball, das allerdings eher jetzt das Geschehen im Mittelfeld abspielt. Es ändert sich auf jeden Fall nichts mehr am Spielstand von 4:0 für den Mannschaft des ASV Taxham. 4:0, so lautete das eindeutige und auch in dieser Höhe verdiente Ergebnis für den ASV Taxham. Und natürlich gab es auch weitere Spiele zu sehen, deren Ergebnisse ich euch nicht vorenthalten möchte. So trennten sich zum Beispiel die 1B-Mannschaften des SV Straßwalchen und des USK Berndorf mit einem 1:1 Unentschieden. Der UFC Leopoldskron verlor gegen den USC Aversee mit 1:3 und auch der Lieferinger SV musste sich zu Hause gegen den USV Perwang mit 1:2 geschlagen geben. Ein 0:5 Debakel setzte es für die Union Hendorf gegen die 1B-Mannschaft des TSV Neumarkt und lediglich der USC Eugendorf feierte gegen den UFC SV Halbang 1B einen 2:0 Heimerfolg. Vom Fußballplatz kommen wir jetzt aufs Eis und da fand am vergangenen Samstag in der Salzburger Eisarena das Heimspiel des EC Salzburg Devils gegen den EC Hallein statt. War eine sehr spannende Begegnung und auch ich war für euch mit der Kamera dabei. In der Anfangsphase des Spieles zwischen den EC Salzburg Devils und den Hallein Kaiserschiefs sind zunächst einmal die Devils an der Scheibe, doch die Halleiner Wut an der Bande
Immer noch der Halleiner und jetzt der Halleiner an der Scheibe. Das ist Karl Summinger, macht einen Schuss, aber der Puck geht nicht ins Tor, denn David Neubauer kann den Puck blockieren. Kein Tor und richtige Entscheidung von David Neubauer. Jetzt aber zunächst einmal Alexander Oswald an der Scheibe. Der Puck geht hinter der Bande. Immer noch die Devils verlieren die Scheibe. Erneut der Versuch. Pass und das ergibt einen Konter. Thomas Leimer schießt und Tor. 1:0 für die Gäste der Hallen Kaiser Chiefs. Und das ist dieses Mal ungewöhnlich, dass die Devils einmal einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Kurz vor Ende des ersten Drittels dann ein Bulli. Immer noch ein Schuss und Tor, das ist der Ausgleich. Daniel Kübler erzielt den Ausgleich, schön gemacht und keine Chance für Simon Schnick im Tor der Kaiser Chiefs da irgendetwas zu machen. Jetzt aber, wir befinden uns im zweiten Drittel. Sollten immer noch die Halleiner an der Scheibe. Verlierendes Schuss und Tor. Der Puck ist drinnen, es steht 2:1 für die Kaiser Chiefs. War, wie ich meine, ein durchaus haltbarer Schuss, aber gut. Jetzt aber wieder. Die Devils an der Scheibe, neuer Versuch. Immer noch die Devils. Schuss. Stefan Gardiner versucht es, scheitert allerdings noch an Simon Schnick, aber Christopher Nopar erzielt nach einem herrlichen Treffer den Ausgleich für die Devils. Spielstand 2:2 in einer sehr spannenden Begegnung. Dann allerdings, wir befinden uns im Schlussdrittel dieser Begegnung. Daniel Kübler schießt und Tor oder nicht Tor, es ist Tor. Der Puck findet irgendwie den Weg über die Torlinie. Etwas schwierig aus dieser Perspektive zu erkennen, aber das war einer von sehr schönen Treffen. Jetzt aber, wir befinden uns immer noch im Schlussdrittel. Die Halleiner hinter dem Tor, Schuss und drin ist er. Auch dieser Schuss wäre meines Erachtens nicht ganz unhaltbar gewesen. Ein weiterer Gegentreffer, aber gut. Die Halleiner, ja, wir stecken nicht auf. Nachschuss und da, Stefan Gaderer erzielt einen herrlichen Treffer. Und ja, wie gesagt, die Halleiner gewinnen 7:4. 7:4. So lautete also der Endstand in einer spannenden Begegnung für den EC Salzburg Devils und das, obwohl, wie wir gehört haben, der EC Salzburg Devils erstmals in dieser Saison einen Rückstand nachlaufen musste. Weniger erfreulich war das Spiel zwischen dem HCS Senators und den Eisfüchsen Saalfelden, das ja auswärts in Zell am See stattfand und bei dem sich die Senators mit 1:5 geschlagen. Und an dieser Stelle gibt es auch eine Info in eigener Sache. Auch ich werde am 18.11. ab 19.45 Uhr bei den Eisamigos zu sehen sein. Und vielleicht gibt es auch Fernsehbilder. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Gegner der Eisamigos im Freundschaftsspiel ist das Farmteam der Nuracher Bulls, deren erste Mannschaft in der zweiten Salzburger Eishockey-Landesliga im Einsatz ist. Vorbeischauen zahlt sich auf jeden Fall aus und ich werde natürlich als Goalie versuchen, einige spektakuläre Saves zu liefern, die wir natürlich auch vielleicht nächste Woche im Fernsehen zu Gesicht bekommen. Spielbeginn ist wie gesagt 19.45 Uhr in der Eishalle Berchtesgaden. Freue mich über jeden Besucher und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche noch allseits eine schöne Zeit und gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1.